Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Dawn of the New World. Und wir beginnen gleich einmal mit dem Kampf, bevor wir anfangen zu reden. Muss sein. Denn wir wollen erst einmal überprüfen, wie die Gegner hier so sind. Scheinen nicht gerade sehr stark zu sein. Okay, bevor du dich wieder heilst, stier. So, und jetzt stirb du, bevor du dich heilst. Okay, dich möchte ich nur schwächen. Okay, bleibt nur noch einer über, glaube ich. Und zwar genau du. Au! Schmerzen! Mama erreicht Level 80. Yeah! Wow! Schön viel Erfahrung, schön viel Geld, schön viel Items. Einfach nur schön. Okay, und das ist einmal der Punkt, wo ich meine Gums verwende. Unnötigerweise so viele wie möglich, weil ich habe viel zu viel Geld, ich kann es mir einfach leisten. Aus. Hi guys. You're all right. Did something happen? It was terrible. When we got to Flanor. No way. All those poor townspeople. This is very strange. Flanor has never opposed the Church of Martell. Rain, is that all you have to say? This is important. Why would Lloyd attack Flanor? Maybe he just wanted to kill more people. No, that doesn't make sense. You fought Lloyd before, but he chose not to kill you. I see what you mean. All the cities attacked up until now had been opposed to the Church of Martell, or at least suspected of it. Come to think of it, why did you two come this way? Oh, right. We discovered something terrible, too. We came to look for the Centurion's core, but... Lloyd got to it first? Not Lloyd. An accessory seller has it. What? We ran into the owner of an accessory shop just as we arrived. When we asked him to hand it over, he said he couldn't possibly part with such a valuable item. Oh, man. Most unfortunate. That man is in danger. You're right. The core will warp the soul of any normal person who handles it. Affected parties are typically consumed with the desire to destroy everything in sight. He may become violent or even murderous. If that's true, wouldn't that explain Lloyd's attack on Flanor? You mean it's the Centurion's core that's making him act this way? We have to go after Lloyd. Which way was his Rayard headed? To the south, I think. South from here. He could be headed for Meltokia. We'll leave Lloyd to you two. The rest of us will go after the Centurion's core. Regal, are you sure? I'm the one who requested to come along, remember? Then that means we'll be parting ways with you two again. You guys will go after the Centurion's core, and we'll go after Lloyd. The odds are good that our paths will cross again soon. Right. Well then, farewell. Oh, Rain, about that letter. I read every word. Wait, does that mean that you two are... Thanks, Regal. Okay, Janus, let's go. Wait, but... Oh, the passion of love. It makes my heart race. Anyway, we should find that accessory shop in town. Okay. He was embarrassed. How cute! Emil, if you wrote me a letter.
letter. I'd read every word of it, too. Oops, I'm not supposed to say things like that, right? Sorry. No, it's fine. Okay. Wir haben hier nicht wirklich was zu tun. Wir werden später noch hierher... Oh, Monster! Und Truhe, denke ich mal. Monster! Sorry, das muss sein. Ich möchte herausfinden, wie stark die Monster alle hier sind. Aua. Lass Marta in Ruhe. Oh, muss das immer sein? Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir ehrlich. Mir reicht. Ja, danke, Martha. Okay, Aero hat Level 15 erreicht. Sehr schön. Aber leider kein Geld hier, das ist nicht fair. Okay, ich scheiß wieder mal schön herum hier. Wir sollten zurückkehren nach Flanoir. Wegen dem Händler. Ich weiß genau, wo dieser Händler ist. La 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 la. Was hast du zu sagen? Ja, schön für dich. Kann ich bei dir irgendwas Schönes kaufen? Erdbeeren. Hat keinen Sinn gehabt, trotzdem, Erdbeeren sind cool. Okay, hat dieser Typ hier was? Cutscene? Something I can help you with? Yes. We heard the owner of this shop brought back a strange jewel with him. Oh, that. My son couldn't find any buyers for it, so he figured he might as well dump it back where he found it. We must have just missed him. Let's hurry after him! Excuse me, what happened to the previous owner of this shop? Huh? I've always been the owner here. Perhaps you're mistaken. Really? Rico, let's get going! Right. Suspicious. Naja, kaufen wir uns ein paar Gums. Wir haben ja das Geld dazu. Das ist teuer, aber ich kaufe es mir trotzdem. Haha! Noch mehr Gums. Yum, yum, yum. Om, nom, nom. Sehen wir uns noch weiter um. Vielleicht habe ich ja die Zeit, jetzt einmal den Koch zu suchen. Schöne Ansicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn finden werde. Ich bin wahrscheinlich zu unfähig, ihn zu finden. Oder auch nicht. Haha. Und ich habe schon wieder nicht gesehen, was ich gelernt habe. Irgendwas. Okay, egal. Das war's hier. Das heißt, ich kann wieder zurückgehen und wir werden im nächsten Part. Das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen auch wieder recorden müssen.
Muss ich überprüfen? Ja. Das heißt, wir werden uns das nächste Mal ab nach Eistempel begeben. Tempel des Eises. Und wir werden dort vielleicht, wir wissen es nicht genau, den Centurion Corps wiederfinden. Also, danke Leute fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, ich bin müde. Lass mich schlafen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.